Hey, schönen guten Morgen. Ich bin in Saint-Jean-Pied-de-Port angekommen. Und heute ist der erste Tag meiner neuen Reise. Mal schauen, wo sie hinführt. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen hier gerade in Saint-Jean-Pied-de-Port sind. Erstaunlich, es ist Ende April und ich hatte Schwierigkeiten, ein Bett zu finden, geschweige denn eine Herberge. Am Ende hat ein wirklich sehr, sehr netter Herbergsvater mir ein Gasthaus hier empfohlen, wo ich dann hin bin, mit einigen anderen Pilgern, die ebenfalls noch auf der Suche waren. Und da haben wir dann tatsächlich noch ein Bett gefunden. Zwar nicht zu, sag ich mal, Pilgerpreisen, aber immerhin ein Bett zum Schlafen, ein Frühstück, das ich mir jetzt gleich abholen werde in 10 Minuten. Das heißt abholen, ich werde mich ganz in Ruhe hinsetzen, Kaffee trinken und frühstücken. Und danach gehe ich noch zu der alten Lady runter in Town, wo ich mir jedes Mal dann ein Baguette machen lasse, für den Weg, um dann rüber nach Roncesvalles zu laufen. Ich bin etwas emotional, nicht weil ich wieder hier bin und mich auf eine Reise mache, wo ich nicht wirklich weiß, wie weit ich gehen werde, ob es wirklich Santiago wird oder vielleicht doch nur Pamplona oder doch der Ozean, wer weiß. Aber es erinnert mich so ein bisschen an die Zeit, als ich mich auf meinen ersten Weg gemacht habe, wo ich voller Ungewissheit los bin. Die Städte und Dörfer und die Orte, wo ich rein bin, überhaupt nicht kannte. Ich wusste nicht, wie hoch es geht, ich wusste nicht, wie steil es runtergeht. Nichts von alledem. Und diese Unbeflecktheit, dieses etwas anfangen zu können, von Neuem, das spüre ich. Und es bewegt mich total. Ich werde es mit all meinen beiden Armen umarmen und mache mich dann auf den Weg über die Pyrenäen, ein steiler Anstieg. Geht dann aber auch wieder richtig steil runter. Was heißt steiler Anstieg? Es geht über 17, 18, glaube ich, knapp 20 Kilometer sogar, immer bergauf, immer schön bergauf. So, das ist etwas, wo der Verstand dann sich immer wieder fragt, doch, wie lange geht das noch? Nun, ich weiß, wie lange es geht. Und das hat so seine ganz eigenen Punkte, wo man sich dann drauf dran aufhängen kann mit dem Verstand. Aber hey, das ist dann halt die Übung. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Ganz, ganz kurzes Video hier von mir aus Saint-Jean. Wenn ich nachher losgehe, ich hänge noch ein bisschen was mit dran und wenn ich in Horizon bin, vielleicht schiebe ich einfach mal ein Video hoch für euch, damit ihr daran teilhaben könnt. In dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Utrea, buen camino. Hi! Ja, Leute, ich habe es nicht mehr geschafft, gestern Abend noch ein Video aufzunehmen. Und es hätte auch gar nicht viel gebracht, weil Nummer 1, es gab kein Wi-Fi, um irgendwas hochzuladen. Nummer 2, mein Körper hatte darum gebeten, sich ausruhen zu dürfen. Das habe ich ihm auch erfüllt und habe mich nach meiner Ankunft nach 29 Kilometern und ich glaube 36.000 Schritte oder was das war, alles nicht so wichtig, unter die heißeste Dusche begeben, die ich jemals hatte. Es war herrlich. Habe meine Beine behandelt, ein bisschen eingecremt.
den Füßen eine kleine Massage gegeben. Und da habe ich mich erstmal flach gelegt. Genau. Weil wenn die Beine erstmal flach liegen, dann fühlen sie sich um einiges besser eine Stunde später. Aber das ist so, so wichtig, dem Körper diese Zeit zu geben, damit er sich erholen kann. Weil der Körper wird im Grunde genommen, ja, geschockt, könnte man sagen. Der weiß gar nicht, was los ist. Ich weiß, was los ist, also mein Verstand zumindest und mein Wille, sag ich mal, über die Pyrenäen zu gehen, bis nach Roncesvalles, gute 29 Kilometer, immer wieder anhalten zu müssen, weil die Gliedmaßen wehtun, weil sich die Füße melden, weil die Knie sagen, ey, hier geht gar nichts mehr, wie jetzt runter hier, 400 Meter. Und dann heißt es einfach, ja, innehalten, so wie jetzt beispielsweise, innehalten. Und ich nenne dieses Video ja zurück von Anfang, glaube ich jedenfalls. Und es geht einfach nur darum, so in meiner Wahrnehmung, zurück zum Anfang zu gehen, dorthin zu gehen, wo wir spüren, wo wir uns, ja, unsere Lebendigkeit gewahr werden. Anstatt ständig über das, was ich wirklich mit Händen und Füßen versuche zu zeigen, aufhören zu ignorieren. Und so ein Camino, so einen Weg zu laufen, der hilft dabei ungemein. Ungemein, genau das zu üben. Und obwohl ich, als ich dann in Roncesvalles in meiner Herberge angekommen bin, festgestellt hatte, wow, das hat sich noch nie so einfach angefühlt. So war es doch auf dem Weg selbst. Ja, relativ schwierig von in our time to time. Wo ich echt dachte, oh boy, noch 10 Kilometer und eigentlich sind meine Beine bereits in der Herberge und liegen dort irgendwo und wollen sich erholen. Oh boy, guck mal, das ist so ungefähr, durch was ich heute hier laufe. Das treffe ich ständig. Matsch und riesige Pfützen, aber da muss ich durch. Aber falls ich hier umfallen sollte und irgendwo liegen bleiben sollte, ich glaube, meine schöne blaue Signalmütze, ich bin ja völlig im Blau, ne? Ist super, ich werde leicht gefunden, egal. Ja, wow, im Grunde habe ich eine super, super schöne Geschichte zu erzählen. Aber das werde ich im nächsten Video machen. Da geht es darum, ich habe eine wundervolle Frau aus Irland getroffen und da ging es darum, wie easy es ist, dass wir uns in der Geschäftigkeit des, was wir glauben, Leben zu sein, verstricken und verrennen und dabei nicht mehr das sehen, was uns direkt ins Gesicht scheint. Ob das jetzt Lösungen sind oder Dinge, die wir tun wollen oder so. Egal, was es ist. Und diese wundervolle Geschichte, die werde ich euch morgen erzählen im Video. Aber für heute soll es das erstmal sein. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Suwiri, 21 Kilometer, ganz locker flockig. Und setze mich nachher in ein Café, ganz gemütlich, hole mein Notizbuch raus, mache mal ein paar Notizen und mache ein paar Aufnahmen auf jeden Fall für euch. Damit ihr... Ach, ich will euch einfach mitnehmen. Das ist einfach alles. Ich will euch einfach nur mitnehmen. So, dann würde ich doch sagen, an der Stelle, macht's gut. Utrea y buen camino. Ciao. Bewegt euch doch mal. Oh nein, seid ihr träge. Ja, du folgst der Kamera. Ja, wie cool ist denn das? Ja, sehr cool. Guck mich mal an. Ja, komm her. Oh, nicht so nah. Ja, fein. Aha, fang ich an. Ach, ihr seid so hübsch.